Ich begrüße euch zurück zu Pokémon Blau. Ich mache das Spiel wieder kurz leiser, denn die Musik geht mir auf die Nerven. Ja, ist es zu glauben? Ihr wundert euch sicherlich, warum ich jetzt auf einmal in dieser grünen Stadt bin. Wo nochmal? Wie heißt es noch gleich? Vertania City natürlich, ja, wer hätte es gedacht. Ich habe ein bisschen offscreen gearbeitet. Und ich habe tatsächlich, oh, Moment mal. Jetzt ist der Ton wieder weg. Ganz klasse gemacht, Nico. So. Ich habe ein bisschen gelevelt. Nicht wirklich viel. Aber ich habe auch was ganz Interessantes geholt. Nämlich eine VM namens Fliegen. Damit kann ich einfach über den fliegen. Sehr, sehr gut. Ich zeige auch gleich, was ich noch alles gemacht habe. Also keine Sorge. So, was ich noch gemacht habe, ist folgendes. Es ist nicht so viel. Ich habe... Na, wo kann ich es zeigen? Ah, gleich kommt's. Route 16, 17 und 18 vollendet. Richtig schlecht, weil... Also, ich mochte diese Routen überhaupt nicht. Weil die so vollgepackt waren mit Trainern. Genauso wie die Routen 13, 14 und 15. Warum sind da so viele Trainer? Ich kapiere es nicht. Ja, und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir Mühe gegeben und möglichst viele Pokémon gefangen. Möglichst viele verschiedene Pokémon. Damit ich hier in dieses Haus gehen kann und mir ein lang ersehntes Item holen kann. Nämlich... Ein Geschenk für dich. EP-Teiler. Wow. Und ich habe 50 Pokémon. Ich habe sogar 51 Pokémon gefangen. Ja. Alle Pokémon, die du mit dir führst, nach einem Kampf, EP. Die EP werden nach dem Kampf unter den Pokémon aufgeteilt. Lege den EP-Teiler via PC ab, wenn du ihn nicht benutzen möchtest. Okay. Ja, was habe ich überhaupt alles gefangen? Ich habe eigentlich... recht viel gefangen. Ich habe so ein bisschen zum Beispiel habe ich ein Kapuzzi gefangen, ein Tentacher habe ich gefangen, ein Fleckmann habe ich gefangen, ein Muschus habe ich gefangen, Voltoball habe ich gefangen, Sepa habe ich gefangen, Goldini und Golking habe ich auch gefangen, Sterndor habe ich gefangen, Ditto habe ich auch gefangen, das wird sehr nützlich werden für mich, falls ich überhaupt so weit spiele, um das dann, ihr wisst schon. Und ich habe es geschafft, auf Route 16 das Relaxo dann zu fangen. Das heißt, es ist nichts verloren, es ist immer noch, also man kann es nochmal fangen, es gibt zwei schlafende Relaxos in diesem Spiel. Und wenn man eins aus Versehen tötet, so wie ich, dann kann man immer noch das zweite fangen. Was ich auch zum Glück getan habe. Aber das heißt nicht, dass ich irgendwas an meinem Team ändern werde, denn ich glaube, mein Team an Pokémon ist so ganz gut. Safari-Spiel, ja, habe ich tatsächlich. So, wir brauchen ein bisschen Nachschub. Ich habe ziemlich viele Bälle geworfen. Und da wir gleich was ganz Tolles vorhaben, kaufe ich mir 20 Hyperbälle. 20 Superbälle. Und das war's erstmal. Ja, danke. So, wir werden jetzt nämlich etwas machen, das... zu diesem Punkt im Spiel an sich optional ist, aber ich mache es trotzdem, weil ich Bock drauf habe und vielleicht wird es geil, wer weiß. Vielleicht kann ich dann meinem Video einen total reißerischen Titel geben. Achso, wir müssen andersrum gehen. Na. Ein bisschen vorspulen so, hat keiner gesehen, gut. Wir gehen nämlich Route 19 und dann... Seeschauminseln und dann mal sehen, was uns da so erwartet. Die beiden habe ich schon besiegt.
Auch wieder so eine Sache. Warum sind hier Trainer? Dieses Spiel hat zu viele Trainer. Echt, es ist also, boah. Da denke ich mir immer, was zum Teufel? Warum braucht man so viele Trainer? Wir könnten aber mal tauschen. Ich werde mal den Pikachu nach oben stellen. Wegen den Wasser-Pokémon, die hier so sind. Und dann müssen wir eh surfen. Surfen. Also surfen wir mal ein bisschen. Hier ist nichts, nein. Hier ist auch nichts, nein. Hier ist eine Schwimmerin. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Was zu vergessen? Zu vergessen, wie man schwimmt? Ach, war doch ein Schwimmer, keine Schwimmerin. Hoch. Oh nein, das Sepa. Lastschriftbandat, Donnerschock. Das macht weniger Schaden, als ich eigentlich gedacht habe. Mach's nochmal. Sehr gut. Muss ich das jetzt immer wegdrücken? Ach du Scheiße. Nein. Wir bleiben bei Pikachu. So. Rauchwolke, überspringen wir auch mal die Animation, habe ich schon gesehen. Oh. Es macht ja tatsächlich mehr. Ja komm. Ist klar, ey. Dieses dumme Spiel, es kotzt mich so an. Das ist doch. Also, habt ihr das gesehen? Das ist doch Wahnsinn. Dieses Spiel verfälscht die Trefferchancen gegen den Spieler. Ach, ja. Ich habe unzählige Male daneben geschossen mit meinem dummen Pikachu. Warum? Es gab keinen Grund. Meine Genauigkeit war zwar gesenkt, aber es hat keinem das Recht gegeben, meinen Pikachu dreimal daneben schießen zu lassen. Nur um dann das Pikachu mit einer Aquaknarre umzubringen. Gott, bin ich sauer. Machen wir es einfach nochmal. La la la. So. Bitte Surfer. Ja. Dumme Schlampe. Wir werden das ganze Gebiet hier so ein bisschen abfahren, damit wir nichts verpassen. Obwohl ich nicht wüsste, was es hier zu verpassen gäbe. Ja komm. Zum Aufleveln her ist es ganz gut, glaube ich. Alter, was? Wie schlecht bist du denn, Pikachu? Ich bin enttäuscht. Du bist noch schlechter, dich brauche ich gar nicht erst einsetzen. Komm, Bibi. Ist Flieg eine gute Attacke? Okay, das ist eine gute Attacke. Zwanzig. Das ist ja jetzt nicht so viel, wie ich eigentlich mir erhofft hätte. Wieso ist Pikachu eigentlich so scheiße? Was soll denn das? Ja, 8, toll. So, Gegengift, haben wir das noch? Ja. Ach, das fängt ja schon mal super an, diese ganze Scheiße hier. Ich gehe gerne schwimmen. Du auch? Ich hoffe, ihr trinkt alle jämmerlich. Pikachu, ich bin einfach nur enttäuscht von dir. Ich weiß, du bist 7 Level unter dem, unter der Anforderung, aber es ist einfach schlecht. Ich gebe dir jetzt noch eine Chance mit einem Donnerschlag. Das hilft ja einigermaßen. Die Attacke ist ja stark und so, aber
Du kannst halt einfach nichts einstecken, das ist das Problem. Ich glaube, die haben die Mechanik verändert. Also, in den neueren Teilen funktioniert der EP-Teller irgendwie besser. Da bekommen die anderen Pokémon ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Viel mehr sogar. Nun ja. Ja, schlaf ruhig weiter, Baby, ist okay. Dein neues Musikvideo ist übrigens scheiße. Nur mal so, um das anzumerken, Bibi, ja? Also. Oh, diese ganzen Meldungen, die ich immer wegdrücken muss. Kann man nicht einfach sagen, alle deine Pokémon erhalten so und so viel EP. Ich bin es so leid. Noch so ein Schwimmer. Naja, ach so. Ja, willst du es probieren? Das ist Level 10. Probier es einfach. Na super. Hast du es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Was sich hinterm Horizont verbergen mag, kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht musst du einfach mal deinen Kopf unter Wasser halten und 3 Minuten lang nicht wieder hochkommen, bis du ertrinkst. So. Hi, Illuminati. Na komm. Stirb halt. Und der EP-Teiler hat wieder seine ganzen Nachrichten. Der EP-Teiler ist echt ein bisschen... was soll ich sagen? So. Hi, Patrick F. Pikachu, du bist einfach zu schwach. Es tut mir so leid. Du wirst niemals so gut werden wie meine anderen Pokémon. Und der EP-Teller ist irgendwie ein bisschen meh. Ich habe mich so gefreut auf diesen EP-Teller und dann das. Dann sowas. Ja, komm halt, mach hier Kawaii. Pikachu, los. Vielleicht kannst du ja hier immer angreifen. Wenn du stirbst, hast du Pech gehabt. Deine Attacken sind ja an sich gut, aber du bist halt einfach nur... Ich weiß nicht, einfach nur... schlecht. In der Verteidigung. Und auch, du hast ein zu niedriges Level für diese Route. Um das mal anzumerken. Also, der EP-Teller... Ich habe die ganze Zeit nach dem EP-Teller gesucht. Und dann habe ich endlich den EP-Teller und dann ist er immer noch scheiße. Naja. Und was willst du? Ich wollte nach Pokémon tauchen. Doch das war keine gute Idee. Wieso? Hast du den Schnorchel vergessen? Na komm, Pikachu. Probier's halt. Es macht ja auch einigermaßen Schaden, aber... Das war's dann halt auch. Es ist halt einfach. Mäh. Jetzt bist du verwirrt, oder was? Jetzt. Naja, natürlich. Natürlich! Einwandfrei, Pikachu. Super. 10 von 10 Punkten. Ich bin stolz auf dich. Hallo, Alex K. Guck mal, selbst Bibi hat sich jetzt auch hochgelevelt, also. Aber wir tauschen mal und setzen mal ein Pokémon ein, das nicht so stark ist, nämlich, oder was nicht so ein hohes Level hat. Nämlich dich. Aber dich ziehen wir gleich wieder raus, damit du EP bekommst und dann wird Rocco kämpfen. Ach, ist ja scheiße. Das war ein Stein-Pokémon. Ah! Konzentrier dich. Ja, ich konzentriere mich. Sehr schlau mit einem Stein-Pokémon gegen Wasser-Pokémon einzugehen. Ja. Sehr schlau. Nö, wir bleiben jetzt bei
Bibi. Bibi! Bibi ist verwirrt. Sind wir nicht alle mal verwirrt? Alter Bibi, du bist so scheiße, Mann. Mann. Ja, ich spiele Pokémon Mond. Ich habe nicht Pokémon Sonne gekauft, sondern Pokémon Mond. Und ich habe das auch schon durchgespielt und ich bin mittelmäßig gut. Ich komme aber nicht durch den Kampfbaum. Ich bin zu schlecht für den Kampfbaum. Der Kampfbaum ist mir zu schwer. Keine Wirkung oder was? Achso, Schlafpulver will ich doch gar nicht machen, Mann. Ich will den Zerschneider, mach mal den. Okay. Bye. Also wenn die Pokémon sich selbst verletzen, ist es halt echt blöd. Dann hat das alles auch keinen Sinn. Ich werde mal wieder zum Poké-Center gehen. Und den Scheiß... Ja, heil mich. So. Ah.